Hallo, ich bin der Windhung, ich bin der neu gewählte Vorsitz vom Jugendgemeinderat Heidelberg. Ich war auch schon die letzten 2 Jahre aktiv. Da war ich zwar kein Vorsitz, aber Mitglied. Und ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten 2 Jahren, die kann ich dann auch vielleicht auf den Vorsitz übertragen, hoffentlich. Und dadurch ja, meinen Mitgliedern einen Mehrwert bieten und eine Art Basis, damit wir darauf unsere Projekte erfolgreich abschließen können. Ich würde mich gern für verschiedene Bereiche einsetzen, insbesondere Veranstaltungen zur politischen Bildung, wie Jugendliche organisieren, Sportveranstaltungen und die Zusammenarbeit mit anderen Jugendräten stärken. Ja, hallo, ich bin der Yunus. Ich bin jetzt neu gewähltes Mitglied des Jugendgemeinderates und ja, ich freue mich schon wirklich sehr, als junger Mensch diese Stadt zu vertreten und die jungen Menschen dieser Stadt zu vertreten. Ansporn für mich waren verschiedene Sachen. Einmal generell das Fehlen von Jugendpartizipation in der Politik. Die Menschen werden immer älter, unsere Gesellschaft hat einen demografischen Wandel und ich als junger Mensch fühle mich einfach in der Politik nicht mehr so vertreten. Und gerade wir Heidelberger sind ja jetzt, ich glaube, jüngste Stadt Deutschlands und da ist es natürlich schön, dass es sowas wie einen Jugendgemeinderat gibt. Ich habe ein paar Projekte schon mir überlegt, zusammen mit den anderen auch. Das geht von Sport und Beachvolleyballnetze an den Neckarwiesen. Bis hin zu, ja, wie gehen wir mit Schulkooperationen um und mit Seminarkursen in der Oberstufe. Und ich bin einfach ganz gespannt, wie viel wir davon erreichen. Und ja, danke für diese Möglichkeit. Seitdem ich 12 bin oder so, engagiere ich mich und interessiere mich für Politik. Und jetzt bin ich auch seit diesem Schuljahr Schülersprecher an meiner Schule, war auch schon in der letzten Wahlperiode Jugendgemeinderat und habe einfach gemerkt, ich übernehme wirklich gerne Verantwortung. Ich würde auch gerne was verändern, weil ich bin halt selber der Meinung, wenn man irgendwie findet, es läuft an bestimmten Stellen nicht gut, dann sollte man selber sich dafür einsetzen, dass sich was ändert. Und genau das versuche ich eben dadurch, dass ich jetzt auch im Jugendgemeinderat bin. Einmal im Hinblick auf Klima, auch im Hinblick auf ja, eben Verkehrsplan und auch Angebote für Jugendliche, sei es kulturell, sei es sportlich, einfach die Situation und die Lebensqualität zu verbessern. Genau, wir sehen ja gerade Klima sehr wichtig. Das wird sich auch hier in den nächsten Jahren widerspiegeln. Wir haben einen Verkehrs-, Klima- und Stadtentwicklungsausschuss und für mich ist besonders die Arbeit interessant, wie wir die Stadt klima- oder CO2-neutral machen. Wir sehen ja gerade, Fridays for Future ist sehr aktiv hier auch in Heidelberg und ich hoffe, wir können zusammen mit Fridays for Future viele Sachen erreichen hier im Stadtrat. Ich bin die Sarah und ich bin mittlerweile im Jugendgemeinderat und hatte gerade meine erste Sitzung. Es hat mich sehr gefreut, den Oberbürgermeister kennenlernen zu dürfen und ich freue mich sehr, die Meinung von den Jugendlichen vertreten zu dürfen und diese Möglichkeit zu haben. Und ja, ich freue mich auf die weitere Arbeit hier im Jugendgemeinderat. Den Gesetzen, Gehorsam den Gesetzen und die gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Die gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern.